Liegt der Joghurt tot im Keller? War die Bäuerin wieder schneller? Servus, ich bin Jörg und präsentiere dir die Map News. Dieser Spruch war vom D.Sch. aus dem Livestream am Sonntag. Danke für den Spruch auf jeden Fall. Die Download-Links und die Timestamps sind wie gewohnt in der Beschreibung. Heute sind es leider nur Updates, aber vergiss nicht zum Abonnieren, damit du auch und in puncto Updates immer top informiert bist. Willkommen auf der Big in Papenburg Version 1.0.5. Diese Karte wurde in den letzten paar Tagen des Öfteren geupdatet. Zu den Eckdaten zu der Karte. Sie ist eine Vielfachkarte mit insgesamt 111 Landflächen und 200.000 Bäumen. Man hat Multifruit, nämlich Roggen, Tritikale, Dinkel, Luzernickli, Agras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln und Elefantengras. Gut, dann Zuckerrohr und Baumwolle sind nicht dabei. Spricht an und für sich, auch von meiner Sicht her, nichts dagegen. Und die Karte ist Precision Farming Ready, Mass Plus mit allen Erweiterungen. Curseplay, man braucht auch diverse Mods, zum Beispiel 450 Kilowatt BGA, einen großen Kuschler, einen mittleren Kuschler und Animal Pen Extensions. Weiters wird auch das Manure-System benötigt, Gradient Steering und Seasons. Seasons ist aber, finde ich, eher optional. Und dazu gehören auch noch drei Fahrsilos. Sind auf Forbidden Woods alle zum Download bereit. Gut, weiters. Wie man hier sieht, ich schwanke jetzt kurz ein bisschen hin und her. Hier sind einmal Verträge. Stadtfahrzeuge schauen sie alle an. Verkaufen kann man bis auf Milch, Zuckerrüben und Kartoffeln. Ja, verkaufen kann man leider nicht alles, aber ich glaube mit den restlichen Mods, die man braucht, sollte das, oder hoffe ich, dass das damit erledigt sein wird. So, Kartenaufteilung schaut auf jeden Fall gut aus. Diese Karte ist eine Vierfachkarte und man hat auch schon jede Menge zum Bebauen. Hier haben wir das Gestüt Nordvorpommern. Und auf dem Hof hat man auch jede Menge Platz, so wie das hier ausschaut. Gut, weiters. Gibt es Kompatibilitätsprobleme mit anderen Mods? Nämlich zum Beispiel Moor Bunker Silo. Ist diese Karte nicht kompatibel? Da kommt nämlich ein Konflikt mit Mais Plus hervor. Es kann auch mit den Strohbergungs-Addon ein Problem geben. Und wer Probleme mit platzierbaren Objekten hat, muss in den Einstellungen von Global Company überall platzieren aktivieren. Ich würde das aber im Prinzip sowieso immer aktivieren, aber ja, ist nur meine Meinung. Weil da kann man wirklich überall etwas hin platzieren. Hat aber auch wieder Nachteile, muss man auch ehrlich sagen. Gut. Also, die Karte wurde am Freitag oder hat am Freitag ein Update bekommen. Nämlich da wurde das Map Preview geändert, Moddesk Credits wurden ergänzt und eine Freigabe wurde erteilt. Am Samstag wurde der Verkaufsträger und die Abladestelle vom Landhandel Bustmann gefixt. Dann der Ballenverkauf wurde umbenannt, um Verwirrungen zu vermeiden, und die Helpers XML-Fehler wurde im Namen oder der Name wurde berichtigt. Ja, ja, hier hat man auf jeden Fall viel Platz beim Schweinestall. So, zwei Sägewerke.
Weiters. Gestern am Sonntag wurde die unsichtbare Kollision auf der Straße vom Dorf entfernt und dazu wurden auch unnötige Details entfernt. Es sind 3 Fußballfelder. Wow. Auch nicht schlecht. Gut, ich fliege jetzt mal noch ein bisschen über die Karte. Über die flache Karte. Am Samstag wurde auch noch was anderes geändert, nämlich Saat- und Düngeträger beim Landhandel Bussmann wurde gefixt. Die Kuhweide auf Hof 1 ist bei Spielstadt nicht mehr verfügbar. So, das war gestern. Und heute wurde auch etwas geändert, nämlich Version 1.0.5. Das ist die heute, oder Stand heute, der aktuellste Spielstand, also die aktuellste Version der Karte, so, dass ich es rausbringe. Beim Spielstand Neue Farmer sind jetzt der Schweinehof und das Pferdegestüt in eurem Besitz. So, das schaut interessant aus. Schaut fast aus, als wären Rückengassen freigelassen worden. War auch nicht schlecht. So. Gut. Manöver System Cosplay Precision Farming Seasons habe ich schon alles gesagt. So, der Mapper ist der Jim Kirk. Und die Skripte sind von Alan Paul und Farming Agency. Und somit ist diese Karte für den heutigen Tag erledigt. Und schon wieder die Mountain Hill. Ich nehme dich jetzt in die Version 7.0.0.4. Diese Karte, wie üblich, und ich zeige sie immer wieder, und ich fange auch immer wieder neu an, ja, hat diverse Startgebiete, die man sich auswählen kann oder mit was man halt anfangen möchte. Ich nehme heute mal einen Neuanfang. Natürlich braucht man für das Ganze den Global Company Mod. Und das ist der Mod, der dringend erforderlich ist. Die Karte ist auch Precision Farming Ready, Seasons Ready und Manure System Ready. So, man braucht eventuell auch noch Seasons Precision Farming, je nachdem mit was man spielen möchte. Und die Karte ist, wie man hier unten sieht, von Silent Gamer. Gut, was haben wir dann? Welches Gebiet gehört uns? Restaurant Shop, Getreidespeicher, auf jeden Fall hat diese Karte. Was man noch braucht, ist Manursystem, eventuell Global Market, beziehungsweise auch die Excel-Datei dazu. Gut, Verträge wie üblich, Stadtfahrzeuge hat man, hier ist auch alles schön beschrieben und so wie ich weiß, kann man auch alles verkaufen. Precision Farming habe ich schon gesagt und punkto Multifood haben wir Ding. Hirse, Roggen, Tritikale, Mohn, Reis, Zwiebeln, Karotten, Weißkohl, Rotkohl, Tabak und Hanf. So. Ich schau mal kurz durch. Weiters. Das Einzige, was hier verändert wurde, das ist das, was ich das letzte Mal auch gekrittelt habe, nämlich am Anfang, man hat nicht gesehen, wie, was und wann beim Aussuchen der Höfe. Jetzt sieht man es wieder, Gott sei Dank, und das war auch im Großen und Ganzen die ganze Änderung. Was ich noch dazu sagen muss, ist, diese Karte ist eine Bibach-Karte. Und einmal noch kurz von oben anschauen, würde ich sagen, weil sie schaut wie die Größe wirklich schön aus. 14 verschiedene Verkaufsstellen,
14 Verkaufs 14 Produktionen, 11 Verkaufsstellen, 95 verschiedene Felder, groß, klein oder groß bis klein, auch Wiesen und 60 kaufbare Waldstücke. Also hier auf dieser Karte kann man mit 16 Spielern spielen und man hat zu tun wahrscheinlich, dass man sie sieht, obwohl wahrscheinlich bei 16 Spielern gibt es diverse Probleme in puncto Server. Aber gut, das war's dann soweit mit der Mountain Hill. Und nun geht es weiter mit der Osiek V2.4. Diese Karte ist wirklich schön groß und man hat jede Menge Felder da. Finde ich im Allgemeinen wirklich gut. Natürlich hat sie auch Produktionen und Mutterfrucht. Da haben wir mal Roggen, Kritikale, Hirse, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln und Elefantengras. Gut, Verträge haben wir dann. Nun, Pickup als Stadtfahrzeug stört aber jetzt nicht. Verkaufen kann man alles. Wieso? Das hier, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. Und Kompost kann man anscheinend auch nicht verkaufen. Ja, Güllemist und Kompost kann man nicht verkaufen. Und das eine, was dort noch steht. So. Auf jeden Fall schaut diese Karte wirklich sehr, sehr schön aus, finde ich. Aber weiter. Das Futter für Schweine und die totale Mischration für Kühe wurden jetzt bei Mais Plus in der Tierernährung hinzugefügt. Ich sag mal was Schönes Gutes. So, Sägewerk einmal hoch. Auf Wunsch wurden auch einem der Betriebe ein Silo, also ein Silo wurde in einem der Betriebe hinzugefügt. Da hat man einen, das ist immer so ein Glashändler. Also wirklich schöne Karte, wenn ich so schaue. Dann die Reinigungszone wurde verbessert. Auf dem Schweinehof nämlich. Der Lagerbereich für Gülle wurde auf einer der Farmen verbessert. So, da Zuckerfabrik, da war noch ein Sägewerk. Wow. Ah ja, ja, ja. Und der Autor Yasu, also der Mapper Yasu, bedankt sich auch bei vielen Leuten, die ihm geschrieben haben und ihm auf diverse Fehler hingewiesen hat. Gut, somit. Ja, gefällt mir. Ja, diese Karte gefällt mir auch von allen drum und hin und her. Aber leider ist sie eine FIFA-Karte. Naja, leider kann man nicht wirklich sagen. Auf jeden Fall ist sie wirklich schön. Und eine haben wir noch. So, jetzt wird es ein bisschen kontrovers, nämlich auf der Subject Case. Die Karte ist ursprünglich die Cookie. Die Autoren sind Big Koi und Matlix. Von Matlix kommt natürlich die Gurke. Diese Karte ist einem kleinen Gebiet in Moldau in Rumänien nachempfunden. So. Ja, man sieht diverse Verbindungen. Nur die Gurke, was ich gesehen habe, oder so wie ich mich noch erinnere, ist oder hat rundherum noch einiges dazu. So, Multifood haben wir keines, Verträge haben wir aber, Stadtfahrzeuge, die was so ziemlich alle repariert gehören. So, Punkto Verkauf, schaue ich auch bei jeder Karte nach, ja, bis auf Güllemist kann man alles verkaufen. Ist
Absolut in Ordnung. Dann verkaufbare Gebiete, naja. Das Ganze gefällt mir nicht, weil die ganzen Bäume kann man dann nicht wegschneiden. Für mich ist das ein bisschen blöd. Ja, der Fiat Manitou. Ja, Fiat und Manitou hat man noch. Das heißt, mit welcher muss man sich kaufen. Aber wieso hat man das für Baumwolle, wenn man keine Rohre für Baumwolle hat? Ja, kaufen. Ja, gut. So, weiters. Es wurde das Problem beim Job jetzt erledigt, beziehungsweise behoben. Jetzt hat man mehr Platz für die ganzen Geräte. Das sollte das Sägewerk sein. Yep. Schauen wir uns noch kurz die BGA an. Ja. So ziemlich rustikal gehalten, finde ich. So, es gibt eine neue Verkaufsstelle, nämlich Restaurante. Zwei neue Farmen gibt es auch. Es gibt es insgesamt 5 davon. Weitere Details auf der Karte wurden auch noch hinzugefügt. Und einige Felder wurden in der Größe verändert, damit dass man die ganzen Arbeitsaufgaben besser erledigen kann. So, und meine Meinung zu der Karte ist wohl, vor allem diejenigen, die jedes meiner Videos schauen, sicher wohl bekannt, wenn nicht. Solltet ihr schon längst rechts oben die Vorstellung dieser Karte oder das Video, wo ich diese Karte vorgestellt habe, gesehen haben. So, weiters bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Das Video ist leider wieder zu Ende, aber wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Ich wünsche euch was und schaut euch auch meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.